Jason Momoa und Lisa Bonet, Turtelalarm auf dem roten Teppich. Seit 12 Jahren sind die Schauspieler Jason Momoa 38, Game of Thrones, und Lisa Bonet 49, die Big Cosby Show, bereits ein Paar. Doch erst Anfang Oktober 2017 haben sie es offiziell gemacht und geheiratet. Bis vor kurzem wurde angenommen, dass sie seit 2007 verheiratet waren. Bei der Premiere von Momoas neuem Film Justice League in Los Angeles traten sie am Montagabend zum ersten Mal als Ehepaar auf den roten Teppich und wirkten verliebt wie am ersten Tag. Momoa trug einen schicken dunkelblauen Anzug von Valentino, während Bonet in einer bodenlangen, roten Samtrobe von Alexander McQueen mit Silbermetallic-Verzierungen um die Schultern und den Hals Aufsehen erregte. Die frisch Vermählten zeigten sich in Turtellaune, sie tauschten verliebte Blicke und liebevolle Gesten aus. Momoa küsste seine Frau sogar einmal liebevoll auf den Kopf. Die Schauspieler lernten sich im Jahr 2005 kennen und lieben. Im Juli 2007 kam die gemeinsame Tochter Lola auf die Welt, im Dezember 2008 folgte Sohn Akoa Wolf. Bonet ist zudem die Mutter Schauspielern Zoe mit Remar-Krawitz 28, die Bestimmung, Divergent, die aus ihrer ersten Ehe mit Musiker Lenny Kravitz 53, stammt. Jason Momoa bestätigte jüngst im Interview mit Entertainment Tonight, dass die Hochzeit Anfang Oktober stattgefunden habe.